Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem plündernden Johanniter-Horden, die gerade hier rumrennen und alles Mögliche einfach nur razzekal leer plündern, was sich ihnen so ja in den Weg stellt. Wir sehen mit Besorgnis, dass da gerade wieder ein paar Regimenter auf dem Weg nach Kairo sind. Das gibt mir zu denken. Ich würde sagen, du wirst mal ganz kurz, wie hoch ist ein Revoltenrisiko auf Zypern? Das ist bei 9,7. Da will ich dich eigentlich nicht da stehen haben. Du könntest Alexandria mal schnell für mich plündern. Ach nee, du landest in Alexandria. Ne? Ach, das ist so ärgerlich immer. Aber weißt du was, dann lande doch nochmal in Rashid. Und wir haben die nächste Provinz geplündert. Die bringt nicht viel, ne? 2, alles klar. Und gehen wir noch eins weiter. Ich will gerne wissen, wie groß die Mamelucken so sind. Wir sind also fleißig dabei, gegen die Mamelucken zu plündern, erhöhen unseren Kriegsstand insgesamt. Bald können wir wahrscheinlich sogar noch unser Kriegsziel einfordern. Das wären ja glorreiche Zeiten. Wir bauen gerade unser drittes Transportschiff. Also wenn es halt läuft, dann läuft es halt richtig. Wann kommst du an? Am 23. Und du bist am Dezember, aber du bist schon am 29. da. Du läufst bestimmt weiter, wie ich dich kenne. Ganz genau am 6. Dezember. Sehr schön. Dann lass die Truppen doch da nochmal raus. Und wir haben die nächste Häuft Geld an Mission erfüllt. Wir haben Geld angehäuft. Yes. Da fällt mir ein, wir haben die Rüstkammer erforscht. Wir könnten, und das wäre halt so dekadent, jetzt hier hingehen und hier eine Rüstkammer bauen. Ich werde übrigens auf die 100 diplomatische Macht kacken. Und werde hier meine Kultur in Maltesisch transformieren. Das ist für mich besser. Denn ich plane im schlimmsten Falle, Zypern noch zu annektieren, und ich möchte nicht, dass da nachher kulturelle Spannungen entstehen. Deswegen mache ich das so. Hier drüben werden wir jetzt versuchen, einen halbwegs gescheiten Belagerungsstand zu erreichen. Du bist eine Ostinfanterie. Du kommst in Rashid an am 2. Januar. Du hast aber gerade geplündert. Du kommst an am 1. Januar da. Das ist super. Und Grundsteuer geplündert. Nice. Sehr schön. Dann segel hier hoch. Ist da schon irgendwas wieder zu haben? Noch nicht. Dann verziehen wir uns mal gerade hier hoch und schauen zu, wie die Mamelucken sterben. Ich werde nicht genügend Hafenblockade erreichen. Wahrscheinlich, ne? Ich krieg zu wenig Blockadeeffizienz. Ach schön, da kümmern sich die Venezianer drum. Ja, super. Wir kriegen Bonus aufs Handelseinkommen. Die Mamelucken haben nochmal eine Armee der Venezianer vernichtet, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, wo diese andere Armee ist. Also es sind ja angeblich nur Mamelucken mit 17.000 Mann. Und die habe ich noch nicht gesehen. Also ich bin natürlich froh, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Also sie bräuchten echt ein anderes Geplündert-Symbol, muss man sagen. Du bleibst mal hier in Damaskus, denn das würde ich ganz gerne plündern, wenn es mal soweit ist. Außerdem kannst du dann ein bisschen scouten. Wenn ich da jetzt eine Truppe verliere, ist es egal. Es hat sich rein finanziell auf jeden Fall gerechnet. Genau, bleib mal da. Wie lange brauchst du darüber? 12 Tage. 11 Tage. 12 Tage. Ja. Nicht optimal, aber okay. Auf jeden Fall. Jupp, da ist er schon. Du willst nach Sidon. Das mag ich nicht. Das gibt mir aber die Möglichkeit, hier an dir vorbeizuziehen.
Ich hatte hier doch vorhin noch ein Schiff gebaut. Oder? Habe ich das vergessen? Dann sollte ich das jetzt natürlich schleunigst nachholen. Okay. Wir holen uns mal für ein Sekündchen Militärzugang von den Osmanen. Den werden die Mamelucken nämlich nicht kriegen. Dann können die sich nämlich ruhig nochmal an den Venezianern da unten abarbeiten. Und du gehst mal hier wieder fröhlich plündern. Oh Mann, ist das so genial. I fucking love it. Wenn wir nicht so viel Kriegsmüdigkeit kriegen würden. Ach, schau mal da, wo steht er denn? Der mächtige Soldat. Oh, Venedig hat Frieden geschlossen. Na, okay, gut. Wir können noch ein bisschen aushalten. Wir können noch ein bisschen aushalten. Die werden keine Zugangsrechte bekommen. Lauf mal hier hin. Wohin bist du gerade auf dem Weg? Nach Dumyat, genau. Und danach muss Kairo geplündert werden. Er ist noch geplündert. Kairo aber nicht. Ah, oh, yes. 8 Grundsteuer. Bam. Rashid ist auch nicht geplündert. Bam. Alexandria können wir gleich nochmal probieren. Yes. Oh Mann, ist das so... Das ist so eine Geldmaschinerie für uns momentan. Also, wir mit unserer lausigen Grundsteuer. Wir haben ja wirklich nur... Also, wir haben doch wirklich nichts an Grundsteuer. So, gerade meinen Timer starten. Ich bin schon so nervös. Sehr nice. Sehr nice. Wir behalten die 8 Chaoten da oben im Auge. Lohnt sich eigentlich nicht, da unten weiter zu plündern. Das ist eigentlich zu wenig Grundsteuer. Aber wir gehen mal Richtung Libyen. Tripolitanien schloss ein Bündnis mit dem Mamelukenreich. Da schau doch mal einer an. Das ist ja richtig geil. Es läuft gerade gut. Es läuft gerade gut. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Das wäre nämlich äußerst schön, wenn wir dann ein Bündnis mit dir da... Wenn wir den Mamelucken da den Krieg erklären könnten und du machst dann da mit. Das finde ich gut. Wo sind sie denn, die Mamelucken? Rekrutenreserve 800. Oh ja, geil. Wir brauchen Truppen. Wir brauchen hier Truppen. Die haben keine Truppenreserven mehr. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh, scheiße. Das ist nicht gut, ne? Wir nehmen noch eine abendländische Mittelalterinfanterie mit. Also ich will die gerne so ein bisschen kombinieren. Shit, die waren da oben. Oh, wow, 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 wow. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Tja. Tja, ja. Minus 43. Haben wir momentan. Rivalität der Allianz. Ja, ja, klar, natürlich. Relative Stärke der Allianz. Aktuelles Friedensangebot. Mamelucken halten Kairo. Ja. Das ist nicht gut. So, dann gehen wir da mal schnell an Bord.
Hat man gerade die Truppen da drüben ab. Wir schauen mal, was wir da noch machen können. Müssen wir den auf jeden Fall noch aufteilen. Ich habe nämlich eine Idee. Du wirst mir den auch noch aufteilen. So, mit der Steuerungstaste kann man ja alle Schiffe auswählen. Das ist ja sehr praktisch. Osmanisches Reich hat Frieden mit Byzanz geschlossen. Und sie haben Byzanz tatsächlich am Leben gelassen. Krass. Die haben ja bestimmt Athen abgeben müssen. Ja. Athen würde ein Bündnis mit mir machen. Ja, ich weiß, aber... Du bist bei 100. Dann komm mal wieder zurück. Verbessern mal die Beziehungen zu Athen, aber ich will Athen eigentlich nicht wirklich haben. Allerhöchstens so als Puffer. Aber ja. Ich hätte gerne Libyen. Bekomme ich einen Kriegsgrund gegen. Byzantinisches Reich hat einen neuen Rivalen, bestimmt Athen. Athen schloss ein Bündnis mit unserem Feind Zypern. Ah, die alten Griechen halt untereinander, ne? Okay, ich kann doch bestimmt nochmal plündern, jawohl. So, dann gucken wir mal gerade. Du kommst an am 6. und am 6. jeweils. Gern Libyen gekriegt. Ich krieg sie nicht. Okay, wir haben nochmal Geld abgegraben. Dann bist du weg am 19. Schaffe ich dich? Ich schaff dich. Den packen wir auch. So, mal gerade gucken. Wir haben einen höheren Moralwert, wir haben einen höheren Taktikwert und wir haben einen höheren Disziplinwert. Wir werden also gnadenlos verlieren. Havran hat 2 Grundsteuer. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Du hast 2 Grundsteuer. Dann lauf mal nach Gaza. Ja, Tatsache, wir gewinnen es trotzdem. Oder Mai. Gut, das packen wir. Ich will noch mal Alexandria plündern. Einmal mache ich das noch. Ich habe meinen kompletten Krieg so finanziert. Ich finanziere alles so. Oh, jetzt können wir Zypern fordern. Ist das nice. Aber ich will vorher noch einmal Alexandria plündern. Scheiße, das schaffe ich nicht mehr, oder? Und einmal noch Kairo plündern, komm. Oh, die Mamelucken wollen jetzt schon Frieden. Ja, warte, ich plündere schnell nochmal deine Hauptstadt. Ist das so geil.
fucking love it. Dumja ist auch nochmal dran. Ich habe noch 9000 Manpower, das genügt. Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. Du gehst bitte hier hoch. Wir wollen ganz gerne sehen, wo die stehen bleiben. Ich blende direkt mal Sidon. Ich meine, das kostet uns jetzt natürlich ein bisschen was, weil wir die Einheiten immer fortbilden müssen. Aber es geht eigentlich. Na komm. Damaskus geht auch noch. Kannst eigentlich wieder aufs Schiff gehen. Ich schicke mal ein Schiff da runter. Ich will sehen, was da unten los ist. Da wird er dann sauer, wenn ich das mache. Dann mach das mal. Oh, geil! Wir haben einen Kardinal. Heftige Scheiße. Okay, cool. Sehr, sehr gut. So, noch einmal Alexandria und Kairo plündern und dann machen wir Frieden. Das müsste eigentlich genügen. Wir nehmen den Stabilitätspunkt. Ein bisschen Reform begehren, das ist okay. Einmal Dumyat noch plündern vielleicht. Geht das noch? Wollen wir einen Prestige-Bonus bekommen für 30 Administrative, 10 Diplomatische und 6 Dukaten? Finde ich eigentlich okay, können wir machen. So, plünder bitte noch Kairo. Na komm, jetzt gib mir 30 Kriegsstand, Alter. Okay, dann sollten wir vielleicht jetzt doch langsam Pilom machen. Was sind das? Orthodoxe? Fanatiker. Okay, gut. Wie? Orthodoxe Fanatiker. Ja, okay, gut. Byzanz halt, ne? Ich habe diesen Rebel Colors Mode eigentlich drin, aber es sieht nicht so aus, als ob der momentan funktionieren würde. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Okay. Also, wir nehmen Zypern. Und wir nehmen all dein Geld. Mehr geht nicht. Für 29 mehr machen die nicht, ne? Nee. Ja, das sowieso nicht. Das will ich eigentlich, dass sie das behalten. Ich will, dass sie mit Ramazan verbündet bleiben. Weil sie dann vielleicht in den Krieg mit den Osmanen reinkommen und ich will vor allen Dingen, dass sie mit Tripolitanien verbündet bleiben. Das muss sein, denn Tripolitanien muss ich mir holen. Jetzt haben wir folgendes Problem. Und zwar, wir müssten jetzt, es gefällt mir gar nicht gerade. Also, wir müssten jetzt hingehen und Zypern annektieren. Wir könnten Zypern vasalisieren. Das hat den Vorteil, dass wir danach nur unsere Hauptstadt verlegen können. Aber wenn wir Zypern
vasalisieren können wir hier keine Ansprüche geltend machen. Dann können wir keinen Krieg ausrufen gegen die, weil wir werden religiöse Ideen als erste Ideengruppe nehmen. Das steht fest. Das brauchen wir. Oh, ich kann übrigens Rivalen bestimmen. Das ist ja auch mal nice. Gleich haben wir die standardisierten Piken erforscht. Das ist auch sehr gut. Ja. Also das ist das eine. Und das andere ist, wir können sie annektieren, wir können sie aber nicht als Vasall freilassen, weil ich glaube, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie sind nur eine akzeptierte Kulturgruppe und keine Primärkulturgruppe, also keine aus der Primärreihe bei uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder sie zählen nicht als eigene Nation oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja, okay, gut. Also jedenfalls werden wir sie auf... Wir müssen sie annektieren, so oder so. Und wenn wir Schwein haben, können wir sie irgendwann nochmal als Vasallen freilassen. Zack. Du hierhin, du hierhin, du hierhin. Okay, gut. Die Rebellen sind weg. Nice. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt die griechische Kultur durchsetze, dann kann ich sie zum Vasallen machen. Also es gibt eine Mission, eine Entscheidung, kulturelle Veränderung heißt das, wenn wir... Wenn Griechisch hier dominiert, wenn wir eine Stabilität haben von 1, von mehr als 1, wenn wir im Frieden sind und keine untergebene Nation sind, dann können wir für 5 Stabilitätpunkte, die wir ausgeben, können wir Griechisch zur akzeptierten, zur neuen Leitkultur machen. Und das heißt, das hieße, ich kann Zypern auf jeden Fall als Vasall entlassen, glaube ich. Ich würde sagen, wir probieren das auf jeden Fall mal aus. Ich würde sagen, wir testen das auf jeden Fall mal. Und ich glaube, mit diesem Test machen wir Ende mit dem Part für heute. Es tut mir leid, das waren jetzt unsere... Also das war jetzt nicht so der spannendste Krieg, aber der war halt unglaublich wichtig. Und ich meine, wie viele Kriege werde ich hier führen können, wenn ich Zypern nicht bekomme? Kann ich schon einen Anspruch auf Karaman finieren? Ja... Kann ich einen Anspruch auf Ramazan fingieren? Ja. Verbündet mit Kanda. Die Osmanen sehen das zwar als Chor an. Aber ich könnte es mir holen, dann habe ich halt was in der Backhand. Falls sie mir mal den Krieg erklären, dann werden sie es wahrscheinlich wegen Karaman machen. Und dann könnte ich denen das, für ein Appel und ein Ei, könnte ich denen das andrehen. Okay, wir machen so. Wir beenden den Part jetzt mit einem kleinen Versuch. Ich werde jetzt aber erstmal hier noch, also wir warten noch das Autosave ab. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir können eine neue Mission auswählen. Religiöse Einheit. Wäre eine Möglichkeit. Österreich kriegen wir niemals hin, denn die finden uns doof. Allianz mit Rivalen, genau. Wir brauchen Venedig noch ein bisschen. Und Venedig findet das momentan doof, dass wir jetzt Zypern haben. Deswegen finden die uns scheiße. Alleine einen Krieg gegen Mamelucken führen, das kriege ich nicht mehr hin. Da müssen wir dann halt auch abwarten ansonsten, wenn das Bündnis mit Venedig scheitert. Okay, ja. Ja, warten wir mal gerade, bis die Leute hier alle an Bord gegangen sind. Okay, Osmanisches Reich hat den Zugang, den Militärzugang aufgekündigt. Oh, da haben wir so viel Geld. Mach mal Dings. Und mach mal Dings. Was ist mein neues Truppenlimit? 6. Das schaffe ich nicht.
Das schaffe ich nicht. Ne, hier. Was ist mein neues Flottenlimit? 9, das schaffe ich schon eher. Das ist ganz gut. Da können wir was machen. Wir haben momentan 4 Einheiten. Da sollten wir auf jeden Fall noch eine Kogge bauen. Ne, wir haben 5. Die eine ist angeschlagen. Da bauen wir mal 2 Stück. Wir könnten einen Berater nehmen. Wir könnten den Diogenes nehmen als Inquisitor. Minus 4 plus 2 bringt der. Dann will wir minus 0,8. Nee, okay, kann ich vergessen ohne die Idee. Ich könnte jetzt ganz dekadent noch hingehen und eine Rüstkammer hier bauen. Mit mir 27 Rekrutenreserven. Und reduziert die Rekrutierungszeit. Machen wir auch. Achso, weil ich da gerade die Kultur transformiere. Naja, da haben wir ja erst 30% abgeschlossen. Okay, dann lassen wir das mal noch ablaufen. Lassen wir das noch gerade durchlaufen. Venedig. 97. Ich muss die Beziehungen bei dir jetzt verbessern. Athen. Würdest du jetzt mein Vasall werden, nachdem ich mehr Grundsteuer habe? Minus 125, also nie und nimmer. Okay, dann vergiss es. Dann können wir es direkt vergessen. Fingieren wir direkt den Anspruch auf Karaman. Beibehalten, bitte. Standardisierte Piken sind erforscht. Ich glaube, wir werden viel verteidigen müssen. Weshalb ich hier mit der Defensivmoral bei den Waffenträgern zufrieden bin. Wir haben sehr gut vor, ne? Geiler Scheiß. So, bis zum Autosave lassen wir es nur durchlaufen, dann ist gut. Seiner Mehr-Tradition ist jetzt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ja, nationale Ideen könnten wir schon. Aber wenn ich es dann doch koren muss, wir warten noch ein bisschen. Das läuft uns echt nicht davon gerade. Vielleicht kriegen wir sogar noch. Vielleicht können wir sogar noch was an Nachbarbonus rausschlagen. Die Truppen sind wichtiger, weil wir die gegen Karaman brauchen werden. Mamelukenreich hat Hedgers. Also, oh, da fällt mir ein. Genau, wir haben noch keinen Rivalen bestimmt. Wir können. Nee, wir können immer noch keine. Was? Wir können keine Rivalen bestimmen? Scheiße. So. Dann probieren wir das mal gerade aus. Hör du mal mit der Kulturkonvertierung auf. Denn wenn ich jetzt nämlich hingehe und. Ja. Keine Untertanen, die ihr entlassen könnt. Also steht und fällt für uns alles nur mit der Frage, ob wir Zypern entlassen können. Okay, jetzt kann ich Karaman als Rivalen bestimmen, was interessant ist. Nö. Ihr habt keine Untertanen, die ihr entlassen könnt. Ich kann sie nicht entlassen. Warum nicht? Warum kann ich Zypern nicht entlassen? Weil sie zu klein sind? Weil sie mehr Grundsteuer haben als ich? Weil ich sie so oder so kehren muss. Dann ist es aber auch wurscht. Dann brauche ich Griechisch nicht als akzeptierte Kultur nehmen. Okay, Leute, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Lad dann den Autosave nochmal. Macht's gut bis dahin. Tschüss.